guten Morgen. Ja, ich wollte euch nur mal hier klein ein bisschen mitnehmen auf meinem Weg ins Skigebiet. Ich kann es euch sagen, ich bin so, so glücklich, dass ich das wieder machen kann. Und wisst ihr was? Ich bin ja schon seit über 28 Jahren hier. Und es ist ein neues Leben am gleichen Ort. Ich war immer hier, habe gearbeitet, habe schon gewusst, wie schön es ist. Schaut mal das an. Schon gewusst, an was für einem wunderbaren Ort, in was für einer schönen Natur ich lebe. Aber irgendwie Business, Kind, alles super gut machen wollen, immer wieder besser werden müssen und schauen und kämpfen und rennen und damit ja keiner merkt, dass ich halt vielleicht doch nicht gut genug bin, dass ich Fehler mache. All das, all diese Gedanken in meinem Kopf, all diese Vorstellungen über mich selber, über das Leben, über das, was mir passieren kann, über das, wie ich ausgeliefert bin, bla bla bla. Müsst ihr euch vorstellen, das haben wir all das hier. Und dann hatte ich Schmerzen und dann konnte ich das Leben auch nicht schätzen. Und also es ist eine unglaubliche Reise gewesen. Eine Reise zurück in die Schönheit, eine Reise endlich ins Leben, in das Leben, für das wir geboren sind. Wir sind alle für ein wunderbares Leben geboren. Wir sind alle nicht dafür geboren, irgendwie Schmerzen zu haben, zu leiden. Wir sind alle dazu geboren, zu genießen, das Schöne, was hier alles existiert auf diesem Erdball, zu vergrößern und zu schätzen und zu ehren. Und ja, und der Weg geht oftmals über einen schweren Weg, einen holprigen Weg, über Schmerzen. Und die müssen aber nicht sein. Und ich lade auch hier nochmal ein. Samstag 21 Uhr, Sonntag 21 Uhr, Montag 21 Uhr, wo ich euch mitnehmen will zu den Heilabenden, zu der Reise sozusagen dorthin, wo die Wahrheit ist. Unser Verstand muss dorthin reisen, unser Verstand muss es verstehen, weil wenn der Verstand nicht dabei ist, dann... Ja, dann macht er uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung und sagt uns, ja, schau doch mal an, ist ja ganz nett, aber guck mal den Scheiß und das geht nicht und hier ist beschissen und hier kommst du nicht vorwärts und all diese Geschichten. Wir haben das nicht nötig, wir müssen uns das von nichts und niemandem sagen lassen und zwar auch nicht von unserem Verstand, schau mal da raus. Niemand kann uns unser Leben versauen und auch wir selber dürfen es nicht zulassen, dass wir mit diesen Bullshit-Stories und Überzeugungen, von denen wir ganz früh geimpft wurden, ist es Impfpflicht gewesen, Impfpflicht der Gesellschaft, Impfpflicht unseres Umfelds, Impfpflicht, dass wir so denken, wie die Menschheit glaubt, dass es richtig ist. Und ja, wir sind da, um herauszufinden, dass es eigentlich so gar nicht stimmt. Und ich bin dazu da, um nochmal eine Stimme mehr zu erheben und zu sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Wir sind alle super, wir sind alle wunderbar. Es gibt keine Begrenzungen, keine Beschränkungen außerhalb. Und die inneren können wir selber auflösen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich werde es haben, ich werde es genießen. Schaut mal die Sonne. Juhui. Also alles Liebe. Tschüss.